Die anhaltende Hitzewelle entfacht weitere Brände um den Großraum Los Santos. Die Lage ist ernst, sagte der Pressesprecher des Fire Departments Manuel Sanchez. Es wird vielleicht noch Wochen dauern, bis die Brände wirklich unter Kontrolle sind. Gouverneur Cranley rief für ganz Süd San Andreas den Notstand aus. Menschen in schwer betroffenen Gebieten, vor allem in der Region in und um Bakersburg, sollten ihre Häuser so schnell es geht verlassen, sagte er und betonte, dass er die Arbeit der Rettungsdienste voll unterstütze. Mach schon aus, Leila, das geht jetzt gut seit 3 Wochen so. Ich hoffe einfach nur bei Gott, dass sie die Brände in den Griff bekommen. Da sind wir. Denk dran. Ich bin von der Idee nicht wirklich begeistert, aber ich will ihr eine Chance geben. Das habe ich dir versprochen. Auch wenn ich nicht wirklich daran glaube, dass ihr beide nicht umstimmen werdet. Agent, lassen Sie sich doch erstmal drauf ein, das kostet Sie doch noch nichts. Na los, es wird Ihnen bestimmt gefallen. Es ist großartig, nicht wahr? Man muss es einfach lieben. Die Aussicht, die Möwen, Geruch des Meeres. Für Sie wohl eher der Geruch Ihres Maklerhonorar. Wie Sie wissen, ist und bleibe Kumash einfach der Traum aller, die den wahren Flair Süd San Andreas vor der Nase haben wollen. Sehen Sie sich ruhig um. Diese unglaubliche Lage könnte für 2,2 Millionen Dollar schon bald Ihnen gehören. Und das ist günstig. Zumal Sie nicht vergessen dürfen, dass Sie damit 3 zu vermietende Apartments erwerben würden. Sagen Sie nicht nein. Sie dürfen zu der Umsetzung Ihres Traums einfach nicht nein sagen, Mr. und Mrs. Ibrahim. Kommen Sie, ich lasse Sie jetzt allein. Werfen Sie den Schlüssel später einfach in den Briefkasten. Und Agent, was sagen Sie? Naja, ich muss schon sagen, es ist wirklich beeindruckend. Vor allem der Preis von mehr als 2 Millionen US-Dollar. Das können wir uns nur mit einem Wahnsinnskredit leisten. Meinen Sie, Sie könnten Schwierigkeiten mit der Bank bekommen? Nein, beim Haus in Kalifornien Hills haben Sie uns auch zugestimmt. Und dank dem Holzunternehmen und dem Verkauf konnte ich den Kredit innerhalb eines Jahres zurückzahlen. Das hat mir bei Ihnen sicher einen gewissen Bonus angebracht. Aber das hier ist Wahnsinn. Es kostet 3-mal so viel wie das Haus in Hills. Und das nur, weil es halt Kumash ist. Wer träumt nicht davon, am Heimatstrand des berühmtesten Mädchenspielzeugs der Welt zu leben? Aber der Preis ist absoluter Irrsinn. Spaß beiseite. Dieser unglaubliche unberührte Strand, diese kalifornische Lebensatmosphäre. Sie müssen schon zugeben, Agent, dass all dies seinen Preis wert und für Kumash noch sehr günstig ist. Ja, das stimmt schon. Das ist wahr. Aber selbst die Tatsache, dass wir mindestens 2 Apartments vermieten könnten, überzeugt mich noch nicht ganz. Nicht ganz heißt aber auch nicht gar nicht, oder? Nein, das heißt es nicht. Es heißt, dass Sie es sich überlegen. Ja, vielleicht. Agent, ja, es kostet wirklich eine Menge Geld. Aber sehen Sie doch mal, wie glücklich Ihre Frau ist. Das alles hier könnte Ihrem Genesungsprozess wahrlich helfen. Ei, der Holzdeal ist noch nicht ganz durch. Wir sind gerade erst umgezogen und wissen immer noch nicht, was aus dem Haus im Mirror Park wird. Das Ganze ist nicht ohne Risiko. Und für den neuen Wagen ist es durch Leilas Fahrstil auch schon wieder Zeit für die Werkstatt. Na, Agent, wir wissen beide, dass Sie den Kratzer verursacht haben. Der Kerl wollte sich meinen Parkplatz nehmen. Tut mir leid, aber das geht gar nicht. Idiot. Auf geht's, Agenten. Werfen wir einen Blick auf Ihre Tages-To-Do-Liste. Dieses seltsame kleine Viertel schafft mir jedes Mal wieder Unbehagen, wenn ich hier bin. Würde zwischen den Mauern dieser Straße irgendwas lauern. Etwas, was nicht ans Licht gezogen werden möchte und sich vehement dagegen wehrt. Es ist, als würden die Wände der Häuser zu mir sprechen. Lauf, Abby, lauf. Hier ist es nicht sicher. Es wartet der Tod in diesen Gassen. Poetisch und fantasiereich. Abby, aber es tut mir leid. Dieses Viertel hat die niedrigste Sterberate von ganz Vespucci. Und hier lauert nichts. Das sind nur Gerüchte und wilde Theorien von Menschen, die nur Angst verbreiten wollen. Sicher? Ja, mit Sicherheit. Mach dir keinen Kopf, Abby. Ich kenne das Viertel. Ist das so? Ja. Okay. Wir holen doch nur kurz die Fahrräder aus der Garage. Okay, dann lass uns bleiben. Der Mechaniker, der meine Klimaanlage reparieren möchte, kommt in circa 2 Stunden. Und dann möchte ich da sein und nicht hier von irgendwas gefressen sein. Geht klar. Wir packen beide einfach kurz an und dann haben wir die Räder in Nu gefunden und befreit. Mach dir keine Gedanken. Leila und ich kennen das Viertel schon seit Jahren. Dann lass uns mal loslegen. Klar, auf geht's. Ibrahim, wenn dieses Viertel so sicher ist, wieso habt ihr dann an eurer Gerümpelgarage so viele Warnschilder angebracht? Wegen dem ganzen Chaos in hier. Dann lass den Haufen mal angehen. Alles klar. Sesam, öffne. Wow, Ibrahim, was für ein abgedrehter Scheiß ist das denn? Alles voller Mist? Und woher habt ihr so viel Scheiße? Einiges von uns, einiges von Leilas Dad, einiges von den Vorgängern.
großartig. Jetzt weiß ich, was dieses Viertel so gruselig macht. Was hat denn hier so viel Bier getrunken? Wow, eine originale Jock Randy Jack. Dass der Kerl inzwischen unser Gouverneur ist. Puh. Wahnsinn, oder? Wow, den Mist habe ich gesucht. So, erstmal raus mit dem ersten Fahrrad. Wahnsinn, Ibrahim. Oh, cool, eine FAB-Münze aus den 80ern. Wo kommt die denn her? Hier gibt es viele ungelöste Rätsel, Abby. Es ist großartig, Ibrahim. Dennoch muss ich jetzt schon mal nach Hause den Handwerker empfangen. Aber die Jacke nehme ich mit. Du kommst dann auch nach, ja? Verliere dich nicht in den ganzen Schrott. Hab dich lieb. Wir gehen den Scheiß jetzt erst richtig an. Gott sei Dank, Edge, gut, dass sie spontan kommen konnten. Mein Konkurrent Mr. Fernandes hat sein Sortiment einfach erweitert. Ich habe es gerade erst erfahren. Er hat aus einer einfachen Bar eine Retro-Arcade-Spielhalle gemacht. Jetzt weder in den Social Medien noch bessere Bewertungen bekommen. Es ist eine Katastrophe. Und dabei kenne ich nur aus dem Internet. Ja, ich weiß, was Sie jetzt denken. Meine Bar hat im Social Media 9,6 und er nur armselige 8,8 Punkte. Aber sein Upgrade auf ein hippes Retro-Café wird ihm die wichtige Bewertung der neuen Flickflop-Generation einbringen. Ich muss mich im Internet Rivalen endlich stellen. Und sie werden mir dabei helfen. Und ließ es sich nichts am Preis machen? Nein, nein, aber darum geht es auch nicht. Weißt du, wir sind gerade erst ins Übergangsapartment in Rockford gezogen. Ja, aber Übergang heißt auch nur Übergang. Das heißt aber auch nicht, dass man nur wenige Monate danach sofort eine 2,2 Millionen Villa am Strand von Kumasch ziehen muss, oder? Leute, sieht mal, diese Jacke ist wahnsinnig cool. Das ist eine Menge Geld. Und doch, ein günstiges Angebot für die Area dort. Sie sind verhaftet, auf dem Boden und machen sie gar keine Mädchen. Also Ibrahim, ich verstehe dich gut, weißt du? Ja, ich werde es mir überlegen. Das Angebot ist wirklich nicht schlecht. Okay, super. Ich pflichte dir bei und du änderst prompt deine Meinung. Klasse. Ich habe meine Meinung nicht geändert, Abby. Was ist heute nur los mit dir? Aber die Vorstellung wäre cool. Ah, verdammt! Tut mir leid, Miss Schmidt. Was denn? Stopp! An die junge Lady brauchen Sie sich erst gar nicht richten. Ich bin der Besitzer dieses Apartments. Und versuchen Sie ja nicht, hier irgendwelche Extras anzudrehen. Ich weiß ja nicht, was Sie für ein Problem mit Kneppen haben, aber ich wollte Ihnen einfach nur sagen, dass die Klimaanlage komplett kaputt ist. Da ist nichts mehr zu machen. Ich empfehle Ihnen, eine neue zu kaufen und einzubauen. Ansonsten können Sie die Hitzewelle auch im Kühlschrank verbringen. Schönen Tag noch. Arschloch. Das gibt's doch nicht. So ein Idiot. Dann versuch's doch selber. Ja, hübsche Sarah. Weißt du was? Dass ich nur eine Europäerin bin, die von nichts eine Ahnung hat. Im Gegenteil. Du bist ein Genie, Sarah. Verdammt, komm schon, Connor. Zeig, was in dir steckt. Wenn ich es schaffe, in Fernandes beschissenen Laden jeden verfluchten Highscore zu knacken, wird überall mein verdammter Name stehen. Oh, es freut mich, Miss Leda. Das Gesicht einer Agentin in meinem bescheidenen Haus zu sehen, ist mir wahrlich eine Ehre. Das wird meine Social-Media-Bewertung in die Höhe treiben. Gut, dass ihr Agenten langsam versteht, dass dieser alte Schuppen meines Internet-Rivalen Connor nicht den modernen Ansprüchen junger Fets entspricht. Kommen Sie, ich führe Sie herum. Sie werden beeindruckt sein. Ich habe es einfach geschafft, jedem erdenklichen legendären Spielautomaten aufzutreiben, der zumindest einigermaßen bezahlbar war. Dieser Bastard. Also dieser Mr. Fernandes ist ein ziemlich seltsamer Kerl. Das muss ich schon sagen. Gut, dass Sie mitgekommen sind, Miss Leila. Ich dachte nicht, dass ich das sage. Aber sein Laden beeindruckt mich. Er hat eine unglaubliche Sammlung geschaffen. Er versucht, eine ganze neue Sparte zu erreichen. Wir müssen also nur dringend eine Schwachstelle finden, um sein Geschäft den Erdboden gleich zu machen. Auch dass seine Bewertungen im Internet danach nie wieder die traurigen 5,5 überschreiten. Auf geht's, das finden Sie etwa, Agent Leila. Oder können Sie bei grüne blaue Eismuffi statt Ihre geliebten Ahornsirup schlürfen? Verdammt,
Das war fast der Highscore. Los, Leila, worauf warten Sie noch? Miss Leila, meiner Einschätzung zufolge wird es nicht leicht werden, etwas zu finden, um diesen Laden kaputt zu machen. Zumal man sich fragen kann, ob es moralisch vertretbar ist. Ibrahim, ich? Dein Ernst? Anscheinend schon. Grüß den Stromschlag von mir. Ich höre von mir auch. Hast du überhaupt Ahnung von so einem Ding? Ja, auf der Farm meines Großvaters haben wir immer die Klimaanlagen repariert. Oh, entschuldige. Ich wusste nicht, dass du Ahnung von sowas hast. Ha, seht ihr? Okay, naja, nur kleine Startschwierigkeiten. Du hattest einen Großvater? Ja, das höre ich auch zum ersten Mal. Ich leider auch. Du solltest dennoch lieber aufpassen, wie du die Kabel verbindest. Ach komm schon, Leute, das hier ist keine Bombe in einem Action-Blockbuster. Welches Kabel soll ich durchschneiden? Grün, rot, Ich bin beeindruckt. Oder blau, Es scheint so, als hätte er es wirklich hingekriegt. Ja, habe ich doch gesagt. Das mit der Farm war aber gelogen. Das hast du dir doch gerade nur ausgedacht. Nein, es war nicht gelogen. Nur, dass wir dort Klimaanlagen reparieren. Wow, großartig. Ich werde einfach nicht schlau aus dir. Ich habe nur zwei Kabel wieder miteinander verbunden. So schwer war das Ganze nicht. Für den Mann, den wir bezahlt haben, wohl schon. Verwirrend. Und genau das ist der Grund, warum... Baust du dir das Haus am Strand selbst? Ja, vielleicht noch so eine geniale europäische Idee, die klappen könnte. Sarah, du bist mein Glücksbringer. Halt jetzt lieber den Mund. Verdammt, Connor, komm schon, was soll die Scheiße? Bei Gott, dieser elende Laden macht mich einfach nur fertig. Und Miss Leila, haben Sie schon etwas entdeckt? Etwas, was Connor nützlich sein könnte? Dieser Mr. Fernandez macht auf mich gerade wegen seiner komischen Aussprache einen etwas seltsamen Eindruck. Doch er scheint ein ehrlicher Geschäftsmann zu sein. Oder was denken Sie? Ich glaube, hier nach Fehlern oder Schwächen zu suchen wird weder was bringen, noch ist es moralisch vertretbar. Ich gebe auf. Ja, genau so mache ich es. Ich gebe auf, Miss Leila. Bevor ich aufgebe, knacke ich den Highscore noch am Desert Storm Automaten. Viel Glück, hihi. Ah, Agent Leila. Na, amüsieren Sie sich? Schwierig, wenn man noch keinen einzigen Automaten benutzt hat, oder? Bei Gott, geht das Gestotter schon wieder los. Agent, manche Gentlemen wissen einfach nicht, wann Schluss ist. Wann sie verloren haben, wann jemand nur mit nur einer 8,8 Bewertung plötzlich eine 9,7 Bewertung bekommt. Dann zeigt sich, dass ein alter kanadischer Holzfällerschuppen mit lausigem Sportkanälen nicht mehr angesagt ist. Erzähl das deiner Mama. Miss Leila, ich glaube, wir sollten verschwinden, bevor wir in einen Konflikt hineingezogen werden, mit dem wir nichts zu tun haben. Für uns geht es doch nur um eine leckeren Ahornsirup. 9,7, hahaha. Was sagen Sie dazu, Connor, mit Ihrer verlierhaften 9,6? Wenn Sie mich denn so an, Agent? Er hat recht, manchmal muss man auch eine Niederlage im Leben hinnehmen. Auch Verlierer spielen eine Rolle in der Geschichte, oder? Ich weiß echt nicht, was das Gefuchtel mit der Mütze soll, aber wenn es sie glücklich macht. Mir scheint, als hätten Sie doch noch einen Plan, Miss Leila. Ibrahim, ich denke, du solltest einfach mit Leila darüber reden. Ja, das weiß ich. Nein, ernsthaft. Es scheint etwas an der Wohnung zu liegen und das ist ja auch okay. Ja, das tut es. Gute Nacht, Sir. Ein weiteres Mal. Guten Abend, Agent. Ich werde Ihnen umgehend den schnellsten Weg nach Rockford Hills suchen. Danke, Ai. Ehrlich gesagt, macht doch mir dieses Viertel ein wenig Angst. Ich weiß, Agent. Ich weiß. Miss
Layla. Schade, auch wenn wir Connor heute nicht helfen konnten, denke ich, dass wir eine mögliche Lösung für ihn haben. Auch wenn ich ethisch nicht ganz davon überzeugt bin. Nun zurück zu ihrem Ehemann und ihrer Idee, dieses Haus in Kumasch zu kaufen. Nein, werfen Sie die Flinte noch nicht ins Korn. Und haben Sie mit Ihrem Mann noch etwas Geduld. Er wird schon noch Gefallen an dem Haus finden, warten Sie nur ab. Hey, ey, ich kann eure Gespräche im Home-Netzwerk mithören. Das wisst ihr schon, oder? Umso besser. Hey, Layla. Hey, Layla, warte doch mal. Bevor du da rausgehst, um das nächste Zaubergericht von Maria zu genießen, musst du mir bitte einmal zuhören, okay? Layla, es tut mir leid, dass ich heute Vormittag so ablehnend dem Haus gegenüber war. Deine Idee und dein Wunsch, nach Kumasch zu ziehen, finde ich ehrlich gesagt wundervoll. Aber 2 Millionen sind wirklich eine ganze Menge Geld. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich zurzeit gerne lebe. Weißt du, ich habe mich gerade an das Apartment gewöhnt und jetzt schon wieder umzuziehen, das möchte ich ehrlich gesagt gerade nicht. Vielmehr möchte ich herausfinden, was dieses neue Zuhause uns bietet. Und dann schauen, was eigentlich aus dem Europa kommt. Bitte lass uns mal. Danke dir, Layla. Und wer weiß, vielleicht bekommen wir dadurch den Preis doch noch ein wenig gedrückt. Sie beide stehen auf Happy Ends, oder? Du hättest mich heute sehen sollen. Ich habe einfach aus dem Bauch heraus eine Klimaanlage repariert. Es war ein großartiges Gefühl vor dem Mädchen. Auf jeden Fall, haha. Ibrahim, la comida está lista. Vamos, ven, que si no se va a enfriar. Sie sagt, das Essen wird kalt. Sie sind ein Held, man sollte eine nach ihnen benennen. Was meinst du, eine Klimaanlage? Ja, eine Klimaanlage-Agent. Du bist witzig, Ay. Und du bist witzig. Vamos, ven a comer, Ibrahim. Na los, gehen Sie essen, Agent. Und du bist witzig, Ay. Ha ha ha.